Von Guangzhou im Wasser. Nicht immer auf festem Boden bei den Turnern. Wie überhaupt auf das volle Programm von Südkorea. Und damit willkommen beim Campus Sportmagazin. It's a big competition. 11,000 people from all around the world. You can have a lot of fun. It's a really nice place. You get to meet new people from different countries. You get to learn different languages. Everyone seems really excited to be here, represent their universities, their countries. It's really awesome to be in such a place. I mean, like, in our Viva Universiade! Die 28. Ausgabe der Sommeruniversiade begann am 3. Juli und währte volle 12 Tage. Alles begann mit einer spektakulären Eröffnungsfeier. Die Black Eagles der koreanischen Luftwaffe zeigten atemberaubende Elemente mit der Schnittstelle direkt über dem WM-Stadion von Guangzhou, der Aufgalopp der Feierlichkeiten. Knapp 11.000 Teilnehmer, 7.374 davon Athleten, repräsentierten insgesamt 137 Länder. Entscheidungen gab es in 21 verschiedenen Sportarten. Unterstützt von Tausenden von Mitarbeitern und Freiwilligen waren großartige Spiele vorprogrammiert in der Stadt des Lichts in Guangzhou. China von Beginn an stark mit der ersten Goldmedaille durch Sheng Shuangshu beim Wasserspringen vom 1-Meter-Brett. Die zweite Goldene lieferte dann Xian Fengping, der damit seine Goldmedaille von Kasan wiederholen konnte. Und wie? Die Chinese lag am Ende vom 3-Meter-Brett mit über 40 Punkten vor dem Silbermedaillengewinner Evgeny Novoselov aus Russland. China gewann letztlich 8 von 11 möglichen Goldmedaillen im Aquatic Center der Nabu-Universität. Geschlagen wurden sie unter anderem beim Synchronspringen vom 3-Meter-Brett vom russischen Bruderpaar Evgeny und Vyacheslav Novoselov, die am Ende gut 6 Punkte vor Yumin Song und Yanan Lee lagen. Bronze geht an die Gastgeber aus Südkorea. Die goldenen Brüder am Ende hoch zufrieden. Nach unserem letzten Sprung wollten wir gar nicht gleich auf das Ergebnis schauen. Als wir dann aber trauten und gesehen haben, dass wir vorne sind, konnten wir es gar nicht fassen. Ein Traum ist wahr geworden. Wir sind einfach überglücklich. Überraschend kam der Erfolg beim Synchronbewerb von der 10-Meter-Plattform für die Kanadierinnen Carol Ann Ware und Celine Shane. Erst ein paar Tage vor dem Wettkampf die ersten gemeinsamen Sprünge und dennoch nicht zu bezwingen mit einer goldenen Punktlandung. With the little amount of practice that we've had, we basically just put whatever we could into it and going up in the boards today. We just wanted to do our individual dives well, but put them down together. For the first time, we did a good job of that. We were more focused on our performance. Like, we weren't watching what was going on. We were just like, okay, we need to do this, and we did it. And that's how we dove. So sie gesprungen. Und das jetzt. Nur auf Platz 3 nach den ersten von 5 Sprüngen gelangen die Kanadierinnen im Folgenden 3 fantastische, dass sie komfortabel in Führung brachten. Am Ende betrug der goldene Vorsprung 15,42 Punkte vor Südkorea. Die Damen China auf Platz 3 und den Bronzerang drückten. They are pretty dominant, but I think we're catching up. And yeah, like Caroline said, we didn't focus on them, and that was never, we didn't expect to win, and we weren't expecting to beat them, I don't think, but they weren't our focus. Our focus was us. Für Kanada war es die erste Universiade Goldmedaille beim Wasserspringen seit 1999 in Palma de Mallorca.
die erfolgreichste Athletin bei den Spielen von Guangzhou ist die amerikanische Schwimmerin Shannon Freeland mit satten 4 goldenen und einer Bronzemedaille. Die Olympiasiegerin mit der Freistilstaffel war in Guangzhou eine Klasse für sich über die 100 und 200 Meter Freistil-Distanz und war der Türöffner für einen erfolgreichen Auftritt der USA bei der Universiade in Südkorea. We have very, very difficult competition as they, when they, from the young ages all the way up to this point. So they have to really fight for their positions. So this team or the Olympic team or world championships, very difficult to make these national teams. So by virtue of having to be in that pressure pot situation all the time, when they get to a competition like this, they're prepared, comfortable. Freeland gewann bereits Gold und Silber bei der ersten Universiade 2011. Dazu gab es auch dieses Mal wieder Siege in den 4x100 und 4x200 Meter Freistilstaffeln. Team USA schnappt sich in 41 Schwimmentscheidungen 14 Mal Gold und gewinnt insgesamt 30 Medaillen. Ein Erfolg des Systems in den Vereinigten Staaten. Well, USA Swimming really believes in the NCAA system, and that's what governs our university system athletically. And from the age 18 to 22, they can study, you know, move on with life in that regard, and get world-class training at the same time, as opposed to only swimming or only studying. And this is the unique part of what the United States has, and, you know, it just allows us to, you know, have, you know, kids that, you know, are here at a high level. Bei den Herren dominierte dann Joshua Prenert. Diese Qualität des amerikanischen Systems konnte er beweisen im 200 Meter Lagenrennen wie auch über die 200 Meter Brustdistanz. Zweimal Gold erneut für Team USA, auch wenn er sich die Goldmedaille in der Lagendistanz in einem Dead Race mit dem Australier Justin James teilen musste. Gold im Brustschwimmen holte er dann ganz alleine vor dem starken Japaner Kazuki Kohinata. We have a very strong university system. Myself and all the coaches on deck coach at universities all over the country. So we are bringing our athletes and athletes from all over the country to compete here. Und hierher zum Wettkampf. Vorprogrammiert waren dann auch die Goldmedaillen in den Freistilstaffeln 4x100 und 4x200 Meter. Damit war ein neuer Medaillenrekord perfekt. 41 Mal auf dem Podium, allein in den Schwimmdisziplinen ein wichtiger Schritt für die Studenten in Richtung künftiger Olympiahelden. We have a lot of young, inexperienced swimmers that are fighting for a spot on the Olympic team. We normally bring in about 5 swimmers from here into our Olympic team next year. So they're all getting experience and having a lot of fun. Der Brasilianer Henrik Martens hat bereits Universiade-Erfahrung. Der Vizemeister von 2011 mit der 4x100 Meter Freistil-Staffel schaffte dieses Jahr den ganz großen Wurf und gewann Gold über 100 Meter Freistil. Er kam ja schon mit der Jahresbestzeit von 49,8 Sekunden und gewann in Guangzhou mit 4 Hundertstel vor dem Amerikaner John Conger. Großartig. Bei meiner ersten Universiade war ich noch Zuschauer und habe mir gedacht, eines Tages, I was watching the races and I say, one day I want to be in the first place. And 5 years later, I had the chance and I got it, you know, so I'm feeling pretty good right now. Entsprechend richtig gut. Und dann war da ja noch die Goldmedaille im Sprintrennen. 50 Meter Schmetterling in 23:22. Henrik Martens damit Dritter in der Weltrangliste. Mit dem Sieg vor den Weißrussen Jafin Turkin und dem Italiener Piero Codia. Silber gab es dann auch noch obendrauf über den 50 Meter Freistil. Damit ist der dreifache Staffelweltmeister bestens vorbereitet für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in seiner Heimat. Ich habe letzte Woche noch folgende Statistik gelesen, dass 48% der Olympiasieger zuvor Medaillen holten bei der Universiade. Das zeigt schon, wie hoch diese Wettkämpfe einzuschätzen sind. Henrik Martens hat damit den nächsten großen Traum vor Augen. Olympiasieger in Rio für die Familie und all die Fans in der Heimat. Die Goldmedaille im Wasserball wurde im Yumi Aquatic Center zwischen Italien und Ungarn ausgespielt. Im letzten Viertel lag dem Magyar eine Minute vor Schluss noch mit 7:6 in Führung, ehe Giacomo Lanzoni hier auf dem letzten Tropfen den Ausgleich macht. Es ging in den Shootout und da hatten dann die Ungarn doch den längeren Atem.
Tamás Sedlmayr mit dem entscheidenden Treffer zum 14:13. Bronze geht an die USA, die im kleinen Finale Serbien mit 5:4 besiegen. Bei den Damen standen sich Kanada und Australien im Finale gegenüber und auch da ging es eng zu. Die Ahorner 3:2 in Führung und dann das Pech für deren Goalie. Nicola Coulter-John, die 2,5 Minuten vor dem Ende den Ausgleich zulässt. Auch hier Penalty Shootout. Australien dann mit dem 6:3 durch Elodie Ruffin und der Goldmedaille hier zu sehen. Kanada mit der ersten Medaille überhaupt im Wasserball bei einer Universiade. Bronze geht an Russland nach dem 13:8 gegen Italien. Die Ruderer trafen sich in Jinju International Rowing Center, etwa 300 Kilometer von Guangzhou entfernt. Litauen, die beste Nation mit insgesamt 4-mal Gold. Hier Lina Saltytė in einer erfolgreich. Die Sportstudentin aus Kaunas zu stark für die Konkurrenz. Platz 1 in 7:25:76 vor der Ukrainerin Natalia Dorotko und Marlies Oldenburg aus den Niederlanden. Deutschland musste sich mit einer einzigen Goldmedaille begnügen. Die gab es im Vierer ohne. Dünn vor den Niederlanden und Italien. Gleich wechseln wir zum Geräteturnen und richten dort den Blick auf Fabian Hanbüchen. Darüber hinaus kümmern wir uns um die Sportschützen in Guangzhou, gleich bei Campus. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Fabian Hanbüchen beschließt in Guangzhou seine studentische Karriere mit einer Goldmedaille in seiner Spezialdisziplin, dem REC. Der Student für Sportmanagement und Kommunikation sieht diesen Erfolg sehr hoch an. Finde gar nicht die richtigen Worte. Die beiden letzten Monate waren wirklich sehr hart für mich, mit extremen Höhen und Tiefen. Deshalb bin ich sehr glücklich mit dieser Medaille. It's been my last university, so I'm kind of sad because I will definitely miss that atmosphere here, and yeah, just happy about that medal, and it was a great day. Im Guangzhou Gymnasium demonstrierte der beste männliche Athlet seine Stärke am REC einmal mehr. 15,266 Punkte sicherten Gold vor dem Japaner Shogo Onomura und Yuya Kamoto. Erfolgreich war Hanbüchen schon im Vorfeld der Studentenspiele, als er Gold und Silber erringen konnte bei den Europaspielen in Baku, Aserbaidschan. Hanbüchen zeigt damit, dass er wohl wieder einmal in der Form seines Lebens ist. It was a good routine, not my best one, but I came through it, that was much important, I had the highest difficulty of all gymnasts, so at least I'm really happy, but it was really, really close and the other guys have been so strong. Nach Bronze in Peking und Silber in London am REC, nun Gold in Guangzhou. Am Boden reicht es nicht für eine Medaille für Hanbüchen. Platz 5, dennoch ordentlich. Der Sieg ging an den Japaner Hayasaki Naoto. Hanbüchen leistete trotz der Verletzung am Finger Überzeugungsarbeit und großen Sport. Like 2 months ago, vor zwei Monaten war die Situation noch unklar. Die war nicht geplant. Dieses Jahr haben wir einige Events, like World Championships in October, aber Kasan habe ich einfach geliebt. Kasan, das durfte ich nicht verpassen. I didn't want to miss it, deshalb you know, wollte ich so unbedingt I'm here auch hierher kommen. It was just, es war mir ein Vergnügen und hat großen Spaß bereitet. Fabian Hanbüchen holte vor 2 Jahren bei der Sommeruniversiade im russischen Kasan 2 Silbermedaillen. Der deutsche Vorzeigeturner wird in diesem Jahr 28 von entsprechend zukünftigen nicht mehr teilnehmen bei den Universitätsspielen. I was dreaming 2 years ago about this medal, and then I had a mistake on high bar, so I was really sad about that. And I definitely wanted to get this gold medal today. But yeah, it wasn't easy. It was a hard fight.
Für Fabian Hambüchen schließt sich in Guangzhou ein Kreis in seiner sportlichen Karriere. Ukraines Doppelsieger bei den Europaspielen Oleg Vrnjajev triumphierte bei der Universiade erneut. Nachdem er in Baku schon im Mehrkampf und im Sprung gewinnen konnte, kam Vrnjajev als legitimer Favorit nach Guangzhou und dieser Rolle konnte er mehr als nur gerecht werden. Der 21-Jährige, ein Muster an Konstanz an allen sechs Geräten, lieferte seine beste Leistung am Barren, dort, wo er 2014 bereits den Weltmeistertitel erringen konnte. Und genau hier konnte er die ärgsten Rivalen dann auch distanzieren. Gold am Ende für Vrnjajev mit totalen 92,075 Punkten. Silber für Shogo Nonomura aus Japan vor dem Amerikaner Akash Modi. Im Mehrkampf der Frauen ging Gold an die Britin Kelly Sim. Sim, die in Southampton Sportwissenschaften studiert, gewann zuvor schon Silber beim Sprung und Bronze am Boden. Mit 56,332 Punkten im Mehrkampf siegte sie vor den beiden Japanerinnen Asuko Teramoto und Natsumi Sasada. Im Mehrkampf der rhythmischen Sportgymnastik schlug die Stunde der Koreanerin Song Yeon-ye. Gold für die 21-Jährige. Nach Topleistungen an allen vier Geräten vor der Ukrainerin Jana Rizatinova und der Weißrussin Melitina Stanyuta. Dazu gab es zwei weitere Goldmedaillen in der Einzelwertung, Reifen und Ball. Und trotz einer Verletzung, die die Vorbereitung deutlich verkürzte, zeigte sie absolutes Topniveau. Song komplettierte ihre Spiele mit den Bändern. Dort gab es Silber. Hinter Melitina Stanyuta, die Weißrussin mit 17,900 und damit der höchsten Wertung zu Gold. Hinter Son kam die Ukrainerin Jana Rizatinova. Ach ja, auch mit den Keulen holte die Koreanerin eine weitere Silbermedaille in der Einzelwertung. Son ging als erste auf die Matte mit ihren Lieblingsgeräten neben den Reifen, ließ allerdings eine Keule fallen im entscheidenden Moment ihrer Routine und musste sich den zweiten Platz schließlich teilen mit Melitina Stanyuta, die ebenfalls auf 17,800 Punkte kam. Die Weißrussin mit einem erstaunlichen Weg nach schwerer Verletzung 2010, die Karriere von Stanyuta nach Beinbruch und langer Regenerationszeit lange auf der Kippe. Jetzt ist sie endlich wieder zurück auf höchstem sportlichen Niveau. Jana Rizatinova aber sammelte an den Keulen mit 18,200 die meisten Punkte und holte damit Gold. Die Sportstudentin aus Kiew holte an selben Geräten bereits Gold bei der WM 2013 und galt hier in Guangzhou zu Recht als größte Konkurrentin von Son in der rhythmischen Sportgymnastik. Handball wurde erstmals bei einer Universiade gespielt, im Finale der Frauen. Traf Gastgeber Südkorea auf Favorit Russland. In einem wahren Krimi zeigten sich die Koreanerinnen technisch stark und konnten auch dank einer enormen Unterstützung in der Halle lange gegenhalten. Nach dem 35-38 hier bissig das 36-38, mehr ging allerdings nicht mehr der Endstand. Russland holt Gold, Südkorea Silber. Bei den Herren spielten Portugal und Serbien das Finale. Portugal lange deutlich in Führung mit 7 Toren, doch Serbien zog am Ende alle Register. Die letzten Minuten nur noch 20-25. Portugal am Kreis eingeschnürt, schnelle Gegenangriffe, am Ende aber 25-21. Der Erfolg perfekt, Silber für Serbien. Und die Schweizer holen sich am Ende die Bronzemedaille. Sternstunden gab es für die Gastgeber Südkorea erwartungsgemäß einige bei dieser Universiade. Sehr zur Freude der heimischen Fans. Südkorea mit 108 Medaillen am Ende beste Nation. 47 mal Gold, 32 mal Silber und 29 Bronzemedaillen. Mehr Medaillen erreichten zwar die Russen, aber eben deutlich weniger goldene. Auf Platz 3 der Nationenwertung landet China mit 72 Medaillen. Südkorea vor allem im Badminton überragend. Goldmedaillen gab es dort in allen 6 Entscheidungen. Auch das Team der Trappschützen holte die Goldmedaille mit einem neuen Universalrekord von 202 Punkten.
Die Berlinerin Silvana Stanko aber führte ihre eigene erfolgreiche Universiade-Geschichte fort und holte Gold im Einzelbewerb vor ihrer Teamkollegin Federica Carposuccio. Bronze sicherte sich die Australerin Catherine Skinner. Auch bei den Herren ging der Titel nach Italien. Der Wissenschaftsstudent Valerio Grazzini gewinnt gegen Slowaken Filip Marinov das Finalduell mit 14 zu 12. Jaud Wilner holt Bronze für die Türkei. Im Bogenschießen holte Südkorea wieder starke 8 von 10 möglichen Goldmedaillen. Gold im Team der Frauen aber ging an Russland, die von den USA lange dominiert wurden, aber nicht lange genug. In einem mitreißenden Finish holten die Russinnen doch noch Gold mit 220 zu 218. Taiwan gewann dann den Team-Event mit dem Recurve-Bogen. Gleich noch die Ballsportentscheidungen in Guangzhou mit Basketball, Volleyball und natürlich König Fußball. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values. Excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders. Die Damen der USA gewannen das Basketballturnier nach dem 82-63 Finalsieg gegen Kanada. Gewackelt haben die US-Ladies nur im Halbfinale gegen Japan. So holte Team USA den 6. Universiade-Titel in Folge, den 10. insgesamt. Wo liegt das Geheimnis des Erfolges? Nur immer, wenn die USA Basketball spielen, dann ist die Erwartung enorm. Es gibt also durchaus Druck. Aber wir haben ein großartiges Basketballsystem in den Staaten. Die Spieler wachsen praktisch damit auf. Ich denke, das ist letztendlich sehr hilfreich. Amerika ist bekannt dafür, viele Goldmedaillen im Basketball zu gewinnen. Wir wollten dieses Erbe bewahren, das andere Mannschaften vor uns ins Leben riefen. Ich hatte immer ein gutes Gefühl mit den Mädels. Sie arbeiten hart und haben sich die Goldmedaille redlich verdient. Das erste Viertel noch hart umkämpft. 2 Punkte die Führung nach dem Korb von Mercedes Russell. Komfortabel war das allerdings noch nicht. Vor allem die Treffsicherheit im zweiten dann setzte Kanada massiv unter Druck. Ariel Powers mit einem starken Dreier zum 31 zu 23. Kanada kämpfte im dritten Viertel verbissen und belohnte sich. Corissa Williams verkürzt wieder auf 39 zu 41. Zur letzten Viertelpause die USA mit 48-45 in Front. Ich glaube, wir haben viel Energie im dritten Viertel gelassen, haben versucht zurückzukommen. Nur konnten wir sie am Ende dann nicht mehr aufhalten. Team USA noch mit dünner Führung vor dem Schlussabschnitt, setzte sich aber immer weiter ab. Sidney Wiese mit dem 82 zu 61. Dakota White zwar mit den letzten Punkten der Partie für Kanada, die Niederlage aber bereits besiegelt. Es war schon eng, aber wir haben als Team zusammengearbeitet und wir hatten Trainer, die uns beibrachten, dass wir für einen Sieg die eigenen Eitelkeiten abstellen müssen. Das hat geholfen. Das amerikanische Frauenbasketballteam geht entsprechend dann auch als Favorit bei der nächsten Universiade in Taiwan an den Start. Im Spiel um Bronze setzte sich Russland mit 71 zu 60 gegen Japan durch. Nach 8 Spielen in 11 Tagen waren die Grenzen erreicht. 2-mal mussten die Basketballherren der USA in die Overtime, nur um am Ende die erste Goldmedaille bei einer Universiade seit 10 Jahren zu gewinnen. Im Finale besiegte man eine starke deutsche Truppe. Wir haben einfach weitergekämpft, wollten nicht aufgeben. Das war unser Schlüssel. Deutschland war lange nah dran am ganz großen Wurf. Wir werden Zeit brauchen, um den Schmerz zu verdauen, die Tränen zu trocknen. Aber wir werden dann zurückschauen auf eine großartige Erfahrung. Ich liebe die Trainer, die Jungs, auch wenn es hart ist am Ende, nicht zu gewinnen.
Am Ende der regulären Spielzeit rettet Mason zunächst die US Boys mit zwei Freiwürfen in die Verlängerung, dann der tolle Dreier durch Konstantin Klein, nervenstark. Und dann waren es wieder die letzten Sekunden, in denen Mason sich zum Helden macht, mit purer Willenskraft zum Korb, wieder der Ausgleich. Yeah, it was a tough game. I mean, we fought so hard. Wir haben so hart gekämpft. Wanted that gold medal so bad, but at the end, I mean, they hit some tough shots, so yeah, it was just a tough game. Die zweite Verlängerung dann wieder mit einem Bombendreier, diesmal Mathis Mönninghoff zum 77-75 für Deutschland. Die dann allerdings in den letzten Minuten zu viel verschießen und müssen sich konzentrierteren US-Boys doch noch geschlagen geben. Wingsidel mit den letzten Punkten nach zweimal Verlängerung, die USA im Himmel, Deutschland auf dem Boden. 84-77 der Endstand. It's one of the greatest feelings ever. I mean, this is probably the biggest stage I've ever played on. I'm just so excited. I'm happy for everyone that came here. I'm happy for everyone that was supporting us. I'm just happy for America. You know, we're getting to be able to take this home. You know, I'm just ecstatic. Die Jayhawks aus Kansas City bildeten das erste College-Team der USA seit 2007, Northern Iowa. Danach, 2009, gab es nur Platz 9 für die USA, damals mit einer College-Mischmannschaft. Die Jayhawks brachten die Einheit zurück zur Universiade und damit den Erfolg. Nach dem Volleyballfinale der Frauen versuchten sich die Ukrainerinnen nach der Niederlage mit einem Selfie zu trösten. Russland dagegen konnte feiern. Die Russinnen einfach zu stark im Finale. Das Fazit 25-12, der erste, zu druckvoll. Nur der dritte Durchgang etwas spannender, aber auch hier mit 25-17 am Ende deutlich genug und damit verteidigen die Russinnen den Titel von Kasan erfolgreich. Bronze gewannen die Japanerinnen durch ein 3-1 gegen Brasilien im Spiel um Platz 3. Hier nochmal der Matchpoint der Russinnen. Und so sieht es aus. Pures russisches Glück. Das gilt übrigens auch für die Herren. Auch hier spielte Russland gegen die Ukraine das Finale. Nur das deutlich enger. Satz 1, 27-25, der zweite mit 25-23, hauchdünn. Im dritten dann ein tolles Comeback der Ukraine, die sich diesen Durchgang mit 25-21 holen konnten. Im vierten Satz dann aber Russland extrem entschlossen. Der Matchball beim Stand von 24-14. Russland siegt mit 3-1 und feiert wie bei den Damen die Goldmedaille. Im Spiel um Platz 3 gewinnt Argentinien gegen Taiwan ebenfalls mit 3-1. Wetterbedingungen, dann beim Fußballfinale der Frauen zwischen Frankreich und Russland. Der erlösende Treffer für die Französinnen in der 67. durch Stürmerin Valérie Gauvin. Die Entscheidung dann 8 Minuten vor dem Ende. Ecke Frankreich und Kipjatkova wird zum Pechvogel mit diesem Eigentor. So blieb es bis zum Ende. Frankreich feiert mit dem 2-0 den Universiade-Titel. Bronze erspielen sich die Japanerin im kleinen Finale mit 3-1 gegen Brasilien. Südkorea hat im Finale des Männerturniers die Chance auf den ersten Titel seit 1991 gegen Italien, aber vor Beginn an zu dominant, auch begünstigt durch die frühe rote Karte für Dongjin Park. Nur 5 Minuten später Tomasi Biaschi mit dem 1-0 für die Italiener. Nach einer guten halben Stunde dann der nächste Nackenschlag für die Gastgeber. Paolo Regoli mit diesem satten Fernschuss zum 2-0. Schließlich trifft dann auch noch Leonardo Morosini zum 3-0 in einem letztlich einseitigen Finale für die überlegenen Azzurri. Italien damit Universiade-Champion. Die Gastgeber müssen sich mit Silber begnügen und wieder Bronze für Japan nach einem Elfmeter-Krimi gegen Brasilien im Spiel um Platz 3.
diesem Monat dann blicken wir noch einmal ausführlich zurück auf die Guangzhou Sommer Universiade mit Highlights und ein paar interessanten Geschichten rund um die Spiele zur Leichtathletik. Wir begleiten einen unserer 12 jungen Reporter und sprechen mit dem Veranstaltungsdirektor der FISU Sommer Universiade, Marc van den Plas. All das und mehr in der August-Ausgabe des Campus Sportmagazins. Today's stars, tomorrow's leaders. The International University Sports Federation brings together millions of students worldwide around the same values, excellence in mind and body. Thousands of students, hundreds of universities participate in FISU events, the rendezvous for the best student athletes. Today's stars, tomorrow's leaders.